Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, Dark Souls 3, Nachspielzeit, DLC Nummer 1, mittendrin. Mittendrin. Ich habe da unten in dem Loch. Oh, schade. Ah, die hätte ich gerne ausprobiert. Da brauche ich Glaube für. Oh, da fehlen mir 5 Glaube, das ist schon viel. Ah, schade, die hätte ich gerne ausprobiert. Ah, ich glaube, ich habe nicht genug Gedöns hier, obwohl. Und wenn ich mir das alles einverleibe, ob ich dann wahrscheinlich nicht, um 5-mal zu leveln, ne? Ah, schwierig. Ich habe noch gar nicht geguckt, was ich hier für die Seele des namenlosen Königs bekomme, aber vermutlich halt seine Waffe. Die Blitzlanze. Könnte witzig sein. Ich werde mir das mal kurz angucken. Drachentöter, Schwertspeer. Oh, der braucht auch viel Glaube. Und auch noch Geschicklichkeit. Ja, okay, dann hat sich das erledigt. Dann beginnen wir mal, Seelen zu fressen. Mal gucken. Mal gucken. 16.000, das ist halt echt nicht viel, ne? Oh, weh. Komme ich auf ein, zwei Level, komme ich vielleicht. Wie viel brauche ich? Ich glaube 30.000 für ein Level. Lohnt sich das oder mache ich einfach die Stärke voll? Also 3 könnte ich hochgehen. Aber dann fehlen halt nur noch 2, ne? Ach komm. Gibt mir ja auch ein bisschen Widerstand gegen alle möglichen Sachen. Blutung, Gift, Kälte, Fluch. Ja, komm. Dann brauche ich jetzt noch 400 Seelen nochmal. Das war zu wenig. Reicht das? Ich glaube, das reicht, ne? Very well. Ach. Verdammt. Okay. Komm. Very well, then taken.
Jetzt fehlen noch zwei Level auf Glaube. Mal gucken. Vielleicht kommt es ja irgendwie zusammen. Ich bin etwas verwirrt, dass die Kapelle ganz unten steht. Als nächstes, als am weitesten entferntes Leuchtfeuer quasi, würde ich es jetzt so einschätzen. Hoppla. Wo geht's hier weiter? Oh nee, komm, ihr seid, das ist mir zu viel hier. Nope. Okay. Okay. Ah, schau mal, da ist der Hebel. Oder beziehungsweise der Aufzug nach unten. Hier ist die gute Lady noch am Malen, okay. Schon das Gefühl, dass so die Richtung ungefähr passen müsste. Jetzt mal kurz gucken, was es hier drüben noch gibt. Diesen Loot mal mitnehmen. Titanitbrocken, okay.
Also, nee, hier nicht. Aber wenn mich der Aufzug hier hochführt, hier kann ich ja auch direkt links hochlaufen. Das ist doch Quatsch. Für was gibt es diesen Aufzug? Hier komme ich ja auch so einfach dran vorbei. Finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Wie hier alles voll mit denen ist, ne? Überall, an jeder Ecke gammeln die rum. Und aus jedem Loch kommen sie gekrochen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es da unten weitergeht, ehrlich gesagt. Ich denke, ich muss da oben lang. Dann auf die andere Seite. Und bei den Riesenwikingern ist, glaube ich, nicht der Weg. Wölfe. Wild. Oben klingt gut. Anhängerfackel, okay. Noch mehr Wölfe. Oh, hi. Oh nee. Muss jetzt echt nicht sein, ne? Dass hier nochmal so ein Rudel antanzt. Wikinger mit rot leuchtenden Augen. Nö, fühle ich nicht. Oh Gott, noch mehr Wikinger. Oh je, oh je. Nee, nicht runterschmeißen. Ach, was soll das denn?
Oh. Ist doch scheiße jetzt. Ihr Blöden. Gefällt dir das Deal? Gefällt dir das DLC-Gebiet bisher? Weiß ich nicht. Bin jetzt da nicht so, keine Ahnung, nee, nicht so richtig. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum es hier so einen Aufzug gibt. So Leute, habe ich keine Lust, mich hier jetzt mit jedem von diesen Boys anzulegen. Irgendwo hier, keine Ahnung, da hoch. Dann ging es, glaube ich, nee, hier. Weiter nach oben. Dann links rum, oder? Ja, da lang. Jawohl, die Wölfe. Ja, ist gut, passt schon. Alles okay. Lasst mich mal vorbei. Jawohl, hier sind große Wikinger. Ist gut, ist gut, ist gut. Loot mitnehmen. Höhle, ja, Höhle. Nope. Oh, Wolf. Hi. Großer Wikinger. Ich will nur mal kurz gucken. Ah, nee, hier gibt's nix. Okay. Dann doch in die Höhle. Das sieht hier auch aus. Das ist gar keine Höhle. Das ist eine in Stein gebaute Kathedrale oder so. Keine Ahnung, ey. Sorry, bin ich über deine Eier gelaufen? Tut mir leid. Nicht kotzen. Nicht kotzen. Kotzen ist nicht gut in dem Spiel. Wenn ihr kotzen müsst, sucht euch Hilfe. Ach, komm. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh, was ist das hier jetzt alles, ey? Nee. Jaucheküchlein, ach, Luch. Oh, nicht ankotzen, Leute. Okay. Immerhin kann ich sie aufmachen, die Tür. Hallo? Oh, oh. Oh. Okay, das ist cool. Wo ich hier jetzt rauskomme, das ist nice. Hab mich schon gewundert, was dieses Leuchtfeuer, das war so random irgendwie. Aber es ist doch nicht random. Guck mal einer an. So, wie sieht's aus? Ich muss hier wahrscheinlich eh runter. Na? Ich muss hier sowieso runter. Hüpfe ich jetzt einfach mal hier runter.
Wo ist der Ausgang? Da. Hallo? Oh, okay, Treppe. Könnt ihr mal aufhören, mich anzuspucken? In dem großen Raum gibt's einen Schalter. In dem unten oder in dem hier oben? Oder meinst du ganz oben? Hey, du lebst ja noch. Stopp! Der kann leicht unten drin, okay. Oh ja, da, also da hätte ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, dass da irgendwo ein Schalter ist. Ehrlich gesagt. Ah, meine Güte, dann muss ich halt mal ganz kurz. Nee, oh, das war nicht gut. Das ist voll ätzend hier, ne? Diese ganzen kleinen Mistviecher. Aufhören. Mein Gott. Okay, und hier soll man dann einen Schalter sehen. The fuck? Okay, Es hätten auch zwei Fliegen weniger sein dürfen. Es hätten auch wirklich zwei Fliegen weniger sein dürfen. Sie hätten diesen Raum nicht ganz so voll damit pumpen müssen. Einfach nur, um einen abzufacken. Ha. So, wo ist der Schalter? Boah, ey. Tausend Seelen sind auch ein Witz. Ja, an einer der Säulen. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Ah. GG. Danke, danke. Wie war der Weg? Eher meh. Okay. As ashes will be, ever seeking fire. Oh Mann, da geht der Screen zurück auf den Fliegenhorror. Ah! Hilfe! Was, warum sammelt sich mein Blutverlust an? Was soll denn der Mist? Kann das bitte jetzt aufhören?
Ich habe so Dinger an mir dran, jetzt sehe ich's. Wie bei der Kathedrale? Das Mädchen an mir, ja. Ah, eine Krankheit eingefangen, ja. Bring mir ein Flegel. Friede, ich hab keinen. Ich hab keinen Flegel. Ich hab keinen Flegel für dich. Sieht. Ah, jetzt. Hey! Mein Gott, bist du hässlich. Oh. Bring Friede zu mir, please. Kannst du noch sehen? The flame flickering once again. Sin blood surge. I can see it. Feel it. Wie ich aussehe. We have no need of thy flail. 'Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. Oh. Okay. I would snuff out these ashes for good. Schwester Friede. Aua. Ah, Mist. Da war sie. Scheiße. Mist. 50%, ja, wahrscheinlich von der ersten Phase. Kannst du bitte hier zurückkommen, damit ich dich einfach hier verkloppen kann? Ups. Ach, Schweinerei. Ich nehme sie aber auch nicht wahr, wenn sie unsichtbar ist. Sehe ich's irgendwie? Nee. Nee, man sieht's nicht.
Aua. Schweinerei. Oh, wie lange dieser Augengriff zum Aufladen braucht von ihr, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, er kommt gleich und weich aus und weich aus und kommt nicht und kommt nicht. Wie weit sie auch kommt, ne? Miese Ratte. So, wie sieht die zweite Phase aus? Du musst mit dem Herzen sehen, ja. So, der gute Papa regt sich jetzt auf, dass ich seine Tochter gekillt habe, oder wie? Eieiei. Der ist entspannt. Mit Stuhl. Mit Stuhl und Schüssel. Okay. Gut, stehe einfach wieder auf. Also eigentlich würde ich ja schon ganz gerne mal ganz kurz, ich glaube zum Testen, schlucke ich jetzt eine Menschlichkeit, eine Glut, einfach, dass ich ein bisschen die zweite Phase hier mir anschauen kann. Okay, der eine fackelt mich ab und die andere friert mich ein. Das ist ja aber auch eine feine Sache hier. Boah, Leute. Ja. okay. Finde ich nicht so geil, dass sie unsichtbar wird. Finde ich nicht cool.
Ist nicht lieb, ist nicht nett. Sag mal, was... Was machst du, wenn ich einfach deinen Papa verprügel? Kann ich dem... Also ich mache ihm Schaden. Ansonsten würde das ja nicht so angezeigt werden. Ach, Schnauze, du mit deinem blöden... Lass mich doch deinen Papa angreifen. Ich will wissen, was passiert, wenn ich ihm genug Schaden gemacht habe. Ob das geht. Ob ich hier irgendwas machen kann. Hat das einer von euch mal probiert? Geht da was? Oder ist das hier nur tatsächlich nur Kulisse in der ersten Phase? Weil er reagiert ja drauf, also das Model reagiert irgendwie drauf, aber... Kann man da was machen? Das macht so keinen Bock. Das macht keinen Bock. Also geht was. Noch 100 Schläge haben gefehlt. Uff. Gute Dame. Ach, blöde Unsichtbarkeitsunsinn-Kack. Du glaubst nicht. Also ich... Nee, da geht nichts. Okay, nachgeguckt in dem Fall kurz. Dankeschön. Schade. Das wäre irgendwie auch noch ein cooles Feature gewesen. Gibt in dem Fall Leute, die das getestet haben. Nee, zu früh. Man hört's ja, ne? Aber... Och, Junge. Okay, ihr zwei. Schauen wir mal. Was macht denn der Dicke, wenn ich den hau? Ah, der hält ungefähr genauso viel aus wie die kleine Lady. Wow.
as thy kind always have. Puh, okay. Immerhin sind es keine zwei Lebensbalken, also sie haben gemeinsames Leben und die gute Dame hat dasselbe Pattern. Ich meine, wenn ich vom Großen dann abhau, könnte natürlich sein, dass danach nochmal eine Phase kommt, wenn der eine tot ist, dass man den anderen noch oder sowas. Ah, fuck. Nee, ach komm. Im falschen Rhythmus. Ich hatte den minimal falschen Rhythmus irgendwie. Ärgerlich. Ich hätte ja jetzt wirklich gerne diese Wikinger-Axt. Aber mir fehlen noch zwei Level dafür. Gute Dame, kommen Sie bitte her. Nicht weglaufen. Dass das zweimal hittet, ist auch ärgerlich. Let's go. Okay, ja, versuchen wir es erstmal noch mit der Kleinen. Komm mal her, du. Es ist halt okay, er haut dann in meine Richtung. Man muss da ein bisschen aufpassen, wenn er schreit. Dann fängt er an, auf einen zuzulaufen. Und dann hat er noch den, okay. Ah ja, und Feuer spucken kann er auch. Zündet er sich selber an, oder was? Ah, sie ist wieder unsichtbar, ne?
Ah, sie haben eine gemeinsame Health Bar. Scheiße. Oh, ich hab's nicht gesehen. Ich war zu sehr in der Ecke. Ich wusste nicht, wann ich wegrollen muss und wie ich trinken kann. Oh, das war schon. Ah, Mist. Schade. Ah, das war eng. Aber die zweite Phase geht voll klar. Also der ganze Boss geht super klar. Bis jetzt. Mal gucken, was da noch so kommt. Alter. Dass das zweimal hittet. Voll nervig. Oh. Fluch! Verdammte Axt. Verdammte Sense! Also, wenn sie die Sense hinter sich nimmt, ich glaube, dann sollte ich nicht nah rangehen, sondern den Angriff, genau diesen sollte ich nicht. Den sollte ich anders provozieren. Ja. Wenn man dann drückt und nichts passiert, ne? Mann. So.
Habe ich bemerkt, Freund Nase, habe ich bemerkt, was ihr davor habt, ihr zwei. Nee, ach Mist. Gut. Die Ringe vor dem Kampf gecheckt. Ich habe halt den Frostring und... keine Ahnung. Also... die Ringe, die ich immer drin habe, die sind absolut okay. Da sehe ich keinen Grund, die zu wechseln, ehrlich gesagt. Und für sie mit dem Frostring ist das doch ganz okay. Nee, ich bin natürlich in den Blödsinn reingerollt, ey. In die Frostexplosion reingerollt. Perfekt, so wünscht man sich das. Ist das der einzige Boss in dem DLC? Oder gibt's da noch einen irgendwo? Ich glaube nicht, ich glaube, ich war überall, ne? Wobei, doch unten im Tal saß eigentlich... doch, da müsste es noch was geben. Ich glaube nicht das Einzige hier. Ach Mist, ich wollte zu viel. Da gibt's noch eine Hängebrücke. Ja, okay, genau. Irgendwie, ich hatte noch das Gefühl, irgendwo müsste es noch weitergehen, weil unten in dem Tal sah's irgendwie nach Boss-Arena aus und da war ja noch diese Struktur mit dem, so ein Turm in diesem Tal drin und so. Ja, das sah schon eher nach, da gibt's noch eine Kleinigkeit. Ja, laber mich halt jedes Mal voll. Ist ja gut. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Komm. Ich drück halt und er rollt nicht.
okay. So, jetzt nochmal. Ich will nicht mit dir kämpfen, ich will den Dicken hauen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, sie hat geheilt. Shit. Nein, nein, nein. Alles nicht ganz so cool. Nicht cool. Scheiße. Okay, reicht das? Reicht das? Ja? Sind wir durch? Nice. Nee, was ist das denn jetzt? Ach, come on. Ich höre sie nicht. Scheiße. Chill mal. Ich hab gesagt, chill mal. Hallo, ist gut jetzt. Mann, hör auf, immer die gleiche Kacke zu machen, Mann. Das ist auch, das war schon uncool in Tekken. Das ist hier auch uncool. Mann. Scheiße, Mann, es gibt halt dann drei Phasen, oh Mann! Ah. Nee, das war falsch. Oh, ups. Ah, ich drück, aber er weicht nicht aus, ey.
Keine Ausdauer für den zweiten Schlag gehabt. Sonne Kacke. Oh, wow. Nee, nee. Okay, gut. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Okay, 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 okay. Wo ist sie gestorben? Ich sehe sie nicht. Da. Okay, das geht nicht. Scheiße. Ach, komm. Schade. Schade, schade, schade. Mit der wunderbaren Entdeckung, dass das nicht funktioniert. Der Versuch war teuer. Allerdings, ja, ich habe die Glut ja von benutzt. Ach, Kacke. Nein. Das war richtig teuer. Ah, ärgerlich. Verdammte Axt. Nun gut, Twitch bleibt noch einen Moment dran. YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Mit dieser wunderbaren Entdeckung gehen wir davon aus, dass sie in der nächsten Folge liegen, die zwei. Am Ende ist es ja doch nur noch eine. Wobei ich nicht weiß, ob sie da irgendwie miteinander verschmolzen sind oder so ein Spaß. So wirkt es jedenfalls. Aber da kriege ich sie tot. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich glaube, danke fürs Einschalten, habe ich schon gesagt. Tschüss.